Ja, war ein spannendes Thema, auch gerade eben von der jungen Frau, das Wahlrecht. Ja, ich weiß nicht, wem das hier bekannt ist und auch wer hier so spazieren geht und sitzt. Das Wahlgesetz wurde im Juli 2012 durch das Bundesverfassungsgericht gerügt. Was heißt denn das konkret, wenn ein Wahlrecht gerügt wird? Dann heißt es, in der Gesetzgebung gibt es Differenzen, Unklarheiten, wonach das Bundesverfassungsgericht auch die Regierung aufgefordert hatte zu seiner Zeit, das auch zu korrigieren. Es hat nicht stattgefunden. Die nächste Problematik ist, wenn wir im Fernsehen oder in den Medien zu hören kriegen, Wahlrecht und die sogenannte Doppelstaatsangehörigkeit oder Doppelstaatler genannt und so weiter und so fort. Die haben auch das Wahlrecht. Selbstverständlich haben sie das, weil sie haben zwei Staatsangehörigkeiten. Die Frage, die sich die Menschen hier im Land nicht stellen, haben sie mit ihrem Personalausweis das gleiche Wahlrecht oder geben sie da nur eine Stimme ab? Weil zwischen wählen und Stimme abgeben sind zwei völlig unterschiedliche Interpretationen. Und das fehlt auch inhaltlich auch in den Fernsehmedien generell. Und generell fehlt dann auch das Thema Staatsangehörigkeit hier auch in den Medien im Keller. Ja, warum ist das denn so? Gestern waren Sie mal ein bisschen offener für das Thema und haben gebracht, dass das von 1913, 1914 ist. Das haben Sie eingeblendet. Und dann haben Sie stolz verkündet, dass das dann durch Herrn Gabriel geändert worden ist zur Erleichterung für die Einbürgerung. Einerseits ja auch nicht verkehrt. Der Fehler bei dem Staatsangehörigkeitsgesetz, was der Bevölkerung verschwiegen wird, das könnt ihr auch gerne googeln, das ist auch keine Verschwörungstheorie, das wurde von Adolf Hitler geändert, 1937. Und erst dadurch sind diese sogenannten heutigen Einbürgerungen erst möglich gemacht worden. Und diese deutsche Staatsangehörigkeit, die gab es vor Adolf Hitler nicht. Die gab es nicht. Das ist eine Koloniezugehörigkeit gewesen damals. Die sogenannte Staatsangehörigkeit, die gab es damals mit dieser Gesetzmäßigkeit 1913, 1914 dort, Juli. Da gab es Bundesstaatenzugehörige. Das waren die Preußen, das waren die Bayern, das waren die Thüringer, das Hamburger, Schleswig-Holstein, ja, Mecklenburg-Vorpommern. Die hatten ihre eigenen Satzungen gehabt, ihre eigenen Gesetze und Verfassung und so weiter und so fort. Also jeder so ein kleines eigenes Völkchen. Und genau der Punkt, der wurde 37 durch Adolf Hitler geändert, also ist ein sogenanntes Nazi-Gesetz, das bis heute nicht geändert worden ist. Genauso wenig ist auch ein Nazi, also genauso eins ist ein Nazi-Gesetz, die Einkommensteuer. Genauso ist es auch die Kfz-Steuer. Die gab es vor Adolf Hitler auch nicht. Und jetzt muss ich euch mal ganz als Erwachsene fragen, wenn wir versuchen, hier die Nazi-Ideologien zu verabschieden, wieso tun das die Menschen und die Regierung und insbesondere die Parteien, die damit angesprochen, nicht ihr, wenn sie die Ideologie ablehnen wollen, warum nehmen sie erst nicht mal die Grundlage dafür? Eine Grundlage einer Ideologie kann nur eine Gesetzgebung sein. Sonst kann sich diese Ideologie ja gar nicht aufbauen. Das ist der Punkt. Das heißt, ihr solltet Fragen stellen, auch beim Finanzamt. Wie kann das sein? Das ist jetzt eine vage Behauptung, das ist keine Behauptung. Selbst das Einkommensteuergesetz wurde vom Bundesverfassungsgericht gerügt. Und zwar auch an der Bevölkerung vorbei. Was wurde dort gerügt? Und zwar eine Abgabenordnung von 1977. Diese Abgabenordnung von 1977 wurde zwischenzeitlich als nichtig erklärt. Und jetzt nochmal die Quizfrage zurück. Warum rügt das Bundesverfassungsgericht dann diese Abgabenordnung? Kommt ihr auf die Lösung? Deswegen kriegt ihr auch nur vorläufige Steuerbescheide. Die sind auch nie unterschrieben. Und werdet einfach freiwillig abkassiert. Das ist die Wahrheit. Und da ist es egal, wer von woher kommt, es wird jeder beschissen. Ob du hier geboren bist, zugewandert, wie auch immer. Und da frage ich mich, wozu gibt es Parteien?
die gewählt werden von uns und uns zu vertreten. Und auch die Wünsche, dass die auch einfließen. Habt ihr mal in Hamburger Park mal geguckt, wo es da mal eine öffentliche Toilette gibt, wo ihr kein Geld bezahlen könnt? Gibt es sowas in Hamburg? Gibt es hier in Verkehrsknotenpunkte Toiletten für Frauen, die kostenlos genutzt werden können? Oder für eure HVV-Nutzung? Ihr dürft alles nur bezahlen. Ist es doch nicht aufgefallen? Einerseits wird immer hier von Gefahr geredet und wir brauchen mehr Sicherheit. Und wo gibt's denn für unsere Ladies hier in Alza eine freie Toilette? So, Hamburger Art, Lady, Gentleman-like, so mal, machen wir so ohne Geld. Bauen wir euch hin, könnt ihr auch irgendwo hinmachen und nicht hier alles voll stinken. In der Schanze genau das Gleiche. Verkehrsknotenpunkt, da stinkt dann wie eine Toilette. Und die Stadt tut nichts. So, und ihr zahlt Steuern. Wo gehen die Steuern dann hin? Meint ihr für die Büsche am Mittelstreifen, dass die weggehakt werden oder die Sträucher geschnitten? Guckt euch mal die Radwege an, Panzerpisten, außer hier am Jungfernstieg und Messerallen. Wo geht das Geld hin, Herr Politiker? Und dann kriegen wir nebenbei im Fernsehen zu hören, ach so, da wurden Kriege mitfinanziert. Da werden Waffengeschäfte gemacht, da werden noch irgendwelche Großgeschäfte gemacht. Heißt für mich als Mensch, meine Arbeitskraft wird ausgebeutet. Das ist der Punkt. Wir stehen morgens nicht um 8 auf, um Scheiße zu bauen. Das sind einige wenige, die unsere gute und guten Willen, unsere Liebe für das Ganze, was wir hier geben, für unsere Kinder und für die Zukunft, das wird hier ausgeraubt und das können wir nicht mehr zulassen. Bitte stellt endlich Fragen. Stellt einfach bitte Fragen. Danke.